bist du denn da drauf? Wollen wir den mal aufmachen, Victoria? Komm her, Arm durch. Charlotte, bleibst du mal bei der Sache? Zieh mal den Arm lang. So. Ja, ja. Bringt jetzt weg, die Kacke. Du, lass mal deine Schuhe an. Oh, du siehst ja voll niedlich aus. Ey, voll Kathi Witt bist du. Ey, voll niedlich in deinem rosa Dings. Kaka. Genau. Kaka. Juhai zum 25.12. Vlogging the Family, das Live-Vlog der Eiswürks-Familie. So, ja, großes Anziehen hier, 7:30 ist hier aufstehen. Tja, und die Gans, die ist auch schon seit 5 zugange. Habe ich sie dann so angestellt, dass sie quasi im Ofen erstmal anbrät. Und dann um 6 habe ich sie runtergestellt auf 80 Grad, damit sie jetzt im Niedertemperatur-Garverfahren leckerlich wird und wir um 2 essen können. Alter, hier muss irgendwo Alarm sein. Ja, schön, wenn man noch frische Kräuter hat und da noch kein Schnee drauf liegt. Dann kann man nämlich für seine Soße noch frische Kräuter benutzen. Na, können die auch mal schneller das zusammen machen als ihr auseinander? Wir wollen doch da mal mit spielen. Wir wollen doch nicht immer nur randalieren. Nee, da muss jetzt die Gerade zwischen. Ach so, da ist noch eine Gerade. Ja, 2 gerade Stücke auf links und rechts. No. Wo ist denn ja, Victoria, bau du schon mal den Zug zusammen. Bau du den. Nee, andersrum. Mal so rumdrehen. Die kann man vom Bein nehmen. Ja. So, setz mal den Zug da drauf. So, setz mal den Zug da drauf. Guck. Du hast Dach und Ladung, das reicht dir, ne? Ach, hier haben wir ja ein Auto. Tüt. Püppis. Vielen Dank. So. Der Weihnachtsmann ist über Nacht da guck gewesen. Mal, was hier. Jana in den Säckchen hat für euch was gesteckt. Oh. Ja, Spazi, den packen wir aber erstmal weg, ne? Erstmal langsam, ne? Hui. Na, kriegst du das da raus aus der Tüte? Ja, du hast es auch schon fast draußen, ne? Hey. Was ist denn da drin? Komm, geht das gar nicht raus? Soll ich mal helfen, Charlotte? Hast du ein Hinterherziehauto? Ich hab Uhr um meine Socken gestrickt. Aha, Charlotte kriegt also die Jungssocken. Guck mal, die kannst du da reinstecken. Die kannst du hier, da. Zack. Oh, dann wird da auch noch ein Stück wachsen. Genau, und jetzt musst du ziehen. Oh, das ist noch besser, da fällt hier. Warte. Ja, das darf man haben, das muss so. Jetzt zieh. Nein, das soll dieser Schal sein. Ja, na, den, das war so der erste, den wir. Hast du da nicht noch irgendwie? Ey, ey, ey. Komm hier lang. Komm mal hier lang. Du musst nicht immer in die Ecken kriechen. Ach, Oma kann nicht gut stricken, wa? Hey! Aber wie ist das denn gefühlt? Kannst du Bilder rollen, Rollen? Ja. Ich strick, aber das hat sie mit der Rundnadel gemacht. Da. Das ist nicht zusammengenäht. Nee, aber der hier ist zusammengenäht. Warte, hier. Noch mehr auspacken? Charlotte, komm mal her. Ja, sieht schick aus. Kannst du all hoch machen? Und irgendwo ist ein Schlüssel zum Abschließen. Ja. Ach so, ja, vermutlich ist das abgeschlossen. Also, ach, andersrum. Und dann aushängen. Ja. Und dann, die Wuffi mit einmal. Und da ist ein Gurt. Und da ist ein Schlüssel dran. Ja, die sind auf jeden Fall einige stabil. Die sind stabil, da können sie auch drauf sitzen. Ja, deswegen haben die ja so eine Form, ne? Ja, bis zu 5 Kilo. Willst du mal nachgucken, für wie viel Kilo das ist und was man mit dem Gurt macht? Das sind der Gurt ist zum Hinterherziehen, ne? Und zum Tragen. Ah, ja. Wenn du die tragen musst. Ja, ich sehe schon. Das letzte Bild ist halt der Papa, wo er das Ding trägt. Dann so. Vater jetzt noch zu euren Eltern oder vielleicht. Ach so. Okay. Hui, Charlotte, wie sitzt du denn da drauf? Wollen wir den mal aufmachen, Victoria? Victoria, wollen wir das mal aufmachen? Komm, dann machen wir den mal auf. Checkst du mal wieder? Na, machst du Akrobatik mit dem Opa? Ja! Spring!
Nur den Opa nicht so wie Papa auf den Hals treten. Das ist nicht. Ja, das auch nicht. Aber das ist nicht so schlimm, die ist versichert. Weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Nee, zuverlässiger Quelle. Das ist ja auch ein Kinderspielzeug oder ein Kinderkoffer und kein Oma-Koffer. Zieh! Vorsicht, Vorsicht, nach vorne gucken. So. Ist ja blöd, wenn ich nach vorne gucke, kann ich ja gar nicht sehen, was ich hinter mir herziehe. Victoria, auch noch setzen. Tut, tut. Komm, Oma, zieh. Komm. Und festhalten. Die sieht doch schon nach was aus. Jetzt gerade die nächste Wärmestufe eingestellt. Erstmal für eine Stunde. Und dann, jetzt muss sie noch 3 Stunden. So, die Gans dreht ihre letzte Runde. Und merke, wenn man es im Rost macht, könnte hinten Füllung, die nicht abgedeckt ist, ein bisschen verbrennen. Gut, haben wir noch nie gemacht. Mal gucken, was da rausgekommen ist. Ja, so, da montiert sich gerade meine Soße. Wir mussten ja die frittierten Gemüse-Dings ersetzen. Und da haben wir einfach, weil wir gestern schon Geflügelbrühe gekocht haben, einfach das Gemüse davon genommen. Ist ja genau das gleiche, was da unten frittiert wurde. So, und das kühlt jetzt langsam ab. Ich habe mir quasi, wie man unschwer sehen kann, Fett aus dem Ofen genommen. Das kühlt jetzt langsam ab. Dann kommt es in den Pott hier. Dann wird es durchpüriert. Und dann machen wir es wieder zurück. Und gucken, ob die Würzung passt. Hüppi, dreh dich nochmal um. Guck mal zu Papa. Komm nochmal zurück. Victoria, guck doch mal zu Papa. Ja. Probierst du schon deine Gummistiefel aus, die du von Tante Ingrid gekriegt hast? Hm, kleine Süße. Der Vogel ist gut. Nur Soße haben wir auch, ne? Das sind die frittierten Chips. So sieht das Gemüse in der Soße aus. Kartoffeln kochen. Und jetzt machen wir erstmal die Vorspeise. Gibt so kleine Ziegenkäse. In Schinkenspeck angebraten auf einem kleinen Salatbett. So lange können dann die Kartoffeln und die Knödel kochen. Hier wird es warm drin in der Brühe. Ja. Ja, haben wir nämlich schon mal vorgeschnitten. Da, da, da. Jawohl! Jetzt musst du aber auch was bauen. Jetzt musst du was bauen. Oder halt auch nicht. Willst du eigentlich deinen Latz nicht abmachen, aber deinen kreischte, ne? Oder willst du abmachen? Mach ne ab. Willst du ja nichts mehr essen? Genau. Ja, du bist wenigstens sauber geblieben, anders als deine Schwester. Na, du sollst nicht an den Baum. Ja, große Verbieter und dann geht sie wieder. Und da hat Godzilla wieder zugeschlagen. Püppi, willst du mit uns spielen? Warum bist du immer so stänkerig mit Papa? Da füllt die Mama die Geflügelbrühe, die Gänsebrühe ein. Mmh, da gibt es irgendwann eine ganz leckere Suppe von. Mmh. Oder Geflügeleintopf. Mmh. Kleine Süße. Du guckst so skeptisch. Wo bin ich denn mäglich beim Essen? Ich esse ja wohl fast alles. Ich bin weniger mäglich als die Arno. Mhm. Natürlich. Ja? Natürlich. Beispiele? Ich esse keinen schimmeligen Käse. Richtig. Und sonst? Ja, das ist ein paar Sachen, wo du ein bisschen mäkelig bist. Kannst du das gucken? Ach, guck mal, was die Mama macht. Gewonnen. Ach, ich weiß auch nicht. Das ist alles so komisch.
Tja, Weihnachten, Zeit des Essens. Nachspeise für morgen im Werden. Lebkuchen-Tiramisu. Auch Low Carb, weil wie gesagt, alles war Low Carb, was wir gegessen haben. Ja, und hier, das ist quasi unten. Ja, so ein gebackener Teich, da wo ansonsten Biskuits ist. Und das kommt dann halt die Masse oben drauf, wenn das ausgekühlt ist. Riecht sehr lecker, sehr weihnachtlich. So, Pippis, es war der erste Weihnachtstag, wa? Und euer erstes Weihnachtsfest, was er so locker miterlebt hat, inklusive Bescherung. Ja, kommt ja gleich noch ein Schnuffeltuch. Und bis das Schnuffeltuch kommt, sagen wir, hey, tschüss, wir sehen uns morgen.